Hallo, wir wollen euch zeigen, wie ihr weihnachtliche Linsa-Plätzchen, auch genannt Marmeladenplätzchen, backen könnt. Hier sind unsere Zutaten: 200 Gramm Butter, 200 Gramm Mandeln, 200 Gramm Mehl, 120 Gramm Puderzucker und zweimal Eigelb. Dann lasst uns anfangen. Als erstes geben wir das Mehl hinein. Danach den Puderzucker. Und zum Schluss die Mandeln. Okay. Jetzt kommt das Eigelb. Das am besten schön mittig, sonst läuft es an den Rand. Schau, das hat ja gut geklappt. Das sieht man. So, und zum Schluss jetzt noch die Butter. Die müsste am besten schön klein gehackt oder gelöffelt sein, sag ich mal. Weil dann kann man das besser verkneten, wenn das mit den Fingern gemacht werden. Das machst du jetzt so. So, nachdem ihr den Teig jetzt gerollt habt, müsst ihr den gleichmäßig teilen und zwei gleich große Kugeln draus machen. Und das geht am besten so, wenn ihr das eigentlich die ganze Zeit so von den Händen kommt, wegschmeißt. Kommt Händen runter. Das muss ich auch mit drin. So, das ist jetzt immer noch sehr weich. Das ist aber nochmal so, weil der muss jetzt anschließend 30 Minuten lang in den Kühlschrank. So, und zwar macht ihr das jetzt einfach auf so eine Folie. Ich weiß gar nicht, wie die Folie heißt. Und dann einfach zumachen. Nach 30 Minuten könnt ihr dann den Teig wieder aus dem Kühlschrank holen. Nachdem ihr das gemacht habt, könnt ihr den aus der Folie befreien und den Ofen auf 180 Grad vorheizen. So, den packen wir jetzt mal aus. So, jetzt den Tisch gut mit Mehl. Wie nennt man das denn? Bestreuen. Bestreuen. Nee, was? Doch, bestreuen. 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 Ja, ich. Sieht schon. Ich muss ein bisschen mit drauf. Jetzt sind wir ja im Teig. Den sie versucht fein säuberlich auszurollen. Am besten das Nudelholz vorher auch mit Mehl bestreuen. Haben wir davor schon gemacht. Wie auch den Teig. Am besten eigentlich so 2 bis 5 mm, was ich jetzt mal sagen. Also es kommt eigentlich immer drauf an, wie dick man es will. Aber dadurch, dass man ja... Da mehr drauf. Dadurch, dass man ja 2 Schichten, also 2 Kekse übereinander macht, würde ich das jetzt versuchen, relativ dünn zu halten. Relativ, jetzt nicht zu dünn. Jetzt nehmen wir hier eine Rentierform. Wir haben uns für diese entschieden. Und das ein bisschen in das Mehl eintunken. Dann fängt eigentlich auch schon an mit der Ausstechkunst. Und ich beherrsche die natürlich total. Ne? Und da ihr euch nicht langweilen sollt, ersparen wir euch das. Nach dem Backen folgt der letzte Schritt. Als erstes müsst ihr das Johannisbeergelee erwärmen. Wir haben das in der Mikrowelle 30 Sekunden gemacht. Danach nehmt ihr euch einen Keks ohne Loch und einen Keks mit Loch, der schon mit Puderzucker voll ist. Und dann geht es los. Ihr nehmt euch am besten einen Löffel für die flüssige Marmelade und macht da auf den Keks ohne das Loch ein bisschen Marmelade drauf. Jetzt kommt der Keks mit Loch drauf. Und zum Schluss nehmt ihr euch ein bisschen Marmelade auf den Löffel und macht das Loch randvoll. Es kann auch ein bisschen überstehen, da die Marmelade noch in den Keks zieht. Und schon habt ihr einen Keks fertig. Der muss jetzt trocknen. Ich hoffe, dass euch das Video gefallen hat und viel Spaß beim Nachbacken. Bis bald!